Schlaglöcher. Die Linke kritisieren Sparpolitik von Bund und Stadt. Die Duisburger Linksfraktion sieht Sparpolitik als Grund für tägliche Ärgernisse mit Schlaglöchern. Hauptverursacher sei die Bundesebene, die die Kommunen nicht mit ausreichend Finanzmitteln ausstatte, um ihre Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Auch der Stadt attestiert die Linke einen Sparwahn. Im Jahresabschluss 2011 der Stadt Duisburg betrug das Anlagevermögen Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen noch mehr als 874 Millionen Euro. 6 Jahre später, also 2017, waren es etwa 140 Millionen Euro weniger. Dieser Wertverlust geschehe durch die Abnutzung der Straßen, wenn es keine jeweiligen Sanierungsmaßnahmen gibt. Auf Anfrage der Linksfraktion bestätigte die Stadtverwaltung, dass im Jahr 2017 rund 20% der Straßen in einem schlechten bis sehr schlechten Zustand sind. Die Straßen wieder auf einen dauerhaft vernünftigen Zustand zu bringen, würde geschätzt 280 Millionen Euro kosten. Osmanen-Germania-Verbot gilt auch in Duisburg. Das Verbot des Bundesinnenministers der Rockergruppe Osmanen-Germania BC betrifft auch einige Anhänger in Duisburg. Die Polizei Duisburg hat im Rahmen der Amtshilfe dem Präsidenten des Duisburger Chapters am Dienstag die Verbotsverfügung in seinem Wohnhaus in Meiderich übergeben. Der Club verfügt über kein eigenes Hauptquartier. Um die Rockerszene in Duisburg sei es nach Worten eines Polizeisprechers zuletzt ruhig geworden. Offiziell gibt es nur das Bandidos-Chapter im Hochfelder Rotlichtviertel. Die Hells Angels haben 2016 ihr Duisburger Chapter aufgelöst. Die konkurrierenden Satudara seien nach dem Verbot nicht mehr präsent. Zuletzt hatte es im März eine Großrazzia bei Osmanen-Anhängern gegeben. Es ging um Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Ein 35-jähriges Mitglied von Osmanen-Germania sollte im Besitz einer scharfen Waffe samt Munition sein. Gefunden wurde sie aber nicht. Reparatur an der A59 verzögert sich. Nach dem LKW-Brand unter der A59-Brücke Mitte April in Meiderich ist es bei der Instandsetzung zu ersten Verzögerungen gekommen. Der Ausbau der externen Spannglieder, die durch das Feuer beschädigt worden sind, sei komplizierter als erwartet, so Straßen-NRW. Der Bewährungsstahl im Brückenbeton habe den Brand zwar gut überstanden, jedoch verfüge dieser über eine andere Grundqualität, als es laut Plänen vorgegeben war. Aus diesem Grund muss die Belastung der Brücke stetig im Auge behalten werden. Innerhalb der nächsten 4 bis 6 Wochen wird die erforderliche Messtechnik an der Brücke eingebaut. Bislang geht Straßen-NRW davon aus, dass für die Instandsetzung des Bauwerks eine 7-stellige Eurosumme vonnöten ist. Der anvisierte Plan von insgesamt 1 Jahr Bauzeit soll trotz aller Widrigkeiten eingehalten werden. Die Standspur sowie die Ausfahrt Duisburg-Meiderich bleiben wegen der Bauarbeiten weiterhin gesperrt. Lichtinstallation im Landschaftspark strahlt die gesamten Sommerferien. Während der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen können sich Besucher des Landschaftsparks Duisburg-Nord auf besonders bunte Nächte freuen. Die Lichtszene an den Hochöfen des stillgelegten Hüttenwerks wird von Donnerstag, den 12. Juli, bis einschließlich Sonntag, den 2. September, jeden Abend strahlen. Hintergrund ist das Stadtwerke Sommerkino. Es gibt keinen festen Startzeitpunkt für das Licht. Die Technik ist mit einem Dämmerungsschalter verknüpft, der bei Einbruch der Dunkelheit den Start auslöst. Aktuell heißt das etwa um 22 Uhr. Bereits im August wird sich der Start allerdings etwas nach vorn verschieben. Gasometer Oberhausen. Bund bewilligt Millionenbetrag für Sanierung. Der Bund unterstützt die Sanierung des Gasometers Oberhausen mit 7,25 Millionen Euro. Das steht nach der Entscheidung des Bundestages über den kommenden Haushalt fest. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Regionalverband Ruhr Zuschüsse für Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 4,4 Millionen Euro zugesagt. Insgesamt 14,5 Millionen Euro sind für die Sanierungsarbeiten veranschlagt. Der Gasometer, in dem aktuell die Ausstellung Der Berg ruft läuft, hofft jetzt noch auf finanzielle Unterstützung durch das Land NRW. Bei Zusage könnte die Sanierung 2020 starten. Landtagsabgeordnete begrüßt Schulklasse im Landtag.
Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Duisburg-Mitte besuchten den nordrhein-westfälischen Landtag. Dabei diskutierten sie mit der Duisburger Abgeordneten Sarah Philipp über ihre Arbeit im Landtag sowie über aktuelle politische Themen. Die Fragen der Schulklassen drehten sich vor allem um den Lehrermangel an Duisburgs Schulen und den Zustand der Radwege. Aber auch bundespolitische Themen standen auf der Agenda und so wurde über den Merkel-Seehofer-Konflikt die Flüchtlings- und Integrationspolitik diskutiert. Die SPD-Politikerin Philipp zeigte sich erfreut über eine lebhafte Fragerunde. Fotoausstellung Die Nacht ist bunt am Hafenmund. Am Leinpfad in Ruhrort eröffnet die Outdoor-Galerie von Auf Nachtschicht-Fotografie. Unter dem Motto Die Nacht ist bunt am Hafenmund zeigen 10 Fotos den Duisburger Hafen bei Nacht. Die Fotografen Daniela Schipanski und Frank Hohmann stellen bereits zum 8. Mal ihre Arbeiten in dieser Form aus. Wir versuchen mit dieser Ausstellung die Kunst öffentlich zugänglich in die Öffentlichkeit an den Leinpfad in Duisburg zu bringen, um hier eine Flaniermeile für die Leute zu erschaffen. Finanziert wird das Ganze von Duisburger Firmen, die als Bildpaten jeweils eine Fotografie auswählen und sponsoren. Jedes Bild misst 3,30 Meter x 2,10 Meter und wird mit Stahlseilen in einen Rahmen gespannt. Die Eröffnung findet am Samstag, den 14. Juli um 19 Uhr auf dem Museumsschiff Oskar Huber statt. Das liegt unmittelbar neben der Ausstellung am Kai. Sonderausstellung Gelato im Grafschafter Museum. Die Anfänge und die Entwicklung der italienischen Eiscreme beleuchtet die Sonderausstellung Gelato, italienische Eismacher am Niederrhein, im Grafschafter Museum in Moers. Am Samstag, den 21. Juli um 14 Uhr, gibt es eine Führung durch die Ausstellung. Thema ist unter anderem die Kulturgeschichte der italienischen Eismacher. Sie eröffneten Anfang des 20. Jahrhunderts die ersten Eisdielen in den Städten zwischen Köln und Kleve. Heute gibt es etwa 4000 Eisdielen in Deutschland. Die Ausstellung ist bis zum 7. Oktober im Grafschafter Museum zu sehen. Viele Wolken und wenig Sonne. Das Wetter in Duisburg zeigte sich heute nicht gerade von seiner sommerlichen Seite. Am Donnerstag kehrt die Sonne dann wieder zurück. Trotz einer leichten Wolkendecke erwarten uns bis zu 8 Sonnenstunden. Dafür wird es aber windig. Die Werte bewegen sich zwischen 15 und 28 Grad. Zum Freitag hin wird es mit einer Höchsttemperatur von bis zu 26 Grad zwar leicht kühler, doch die Wolken ziehen sich komplett zurück und das sorgt für Sonne satt. Auch das Wochenende startet sommerlich schön. Von Wolken keine Spur und Temperaturen von bis zu 25 Grad versüßen uns den Samstag. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenta in Neumühl. Achtung, liebe Autofahrer, nehmen Sie den Fuß vom Gas, denn auch morgen sind die Ordnungshüter wieder im Einsatz und messen die Geschwindigkeit. Geblitzt wird unter anderem auf der Feldstraße in Marxloh und auf der Mercatorstraße in der Altstadt. Zudem behindern weiterhin Baustellen den fließenden Verkehr. In Walsum ist die Straße am Dick von der Einmündung Marktstraße bis zur Einmündung August-Thyssen-Straße zu einer Einbahnstraße in Fahrtrichtung Dienstlaken umfunktioniert. Aufgrund der Umleitung wurden aus Gründen der Verkehrssicherheit Halteverbote eingerichtet. Fußgänger können den betroffenen Bereich dennoch passieren. Die Erneuerungen der Fahrbahndecke und weitere Straßenbauarbeiten werden hier voraussichtlich noch bis Ende Juli 2018 dauern. Außerdem ist die Angermunder Straße in Rahm zwischen Brengersweg und An der Huf zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Angermund verdammt. Der Ausbau der Angermunder Straße wird hier in verschiedenen Bauabschnitten durchgeführt. Fußgänger und Radfahrer sind nicht betroffen. Eine Umleitung für die übrigen Verkehrsteilnehmer ist eingerichtet. Die Arbeiten dauern hier voraussichtlich bis zum 31. August. Studio 47 wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine gute Fahrt.